Meine Damen und Herren, im Rahmen unserer Literaturreihen im Frühjahr und im Herbst waren ja nun schon wirklich viele renommierte Autoren hier und Autorinnen hier in der Stadtkirche. Aber wann hat man schon mal so eine richtige Literatur-Nobelpreisträgerin zu Gast? Und so ist es uns natürlich eine ungeheure Freude und eine überaus große Ehre, Olga Tokarczuk heute hier in der Stadtkirche begrüßen zu dürfen. Olga Tokarczuk ist ja nicht nur eine großartige Schriftstellerin. Sie ist ja auch im Diskurs der polnischen Gesellschaft eine populäre, eine wichtige Persönlichkeit. Ja, und auch eine geachtete politische Stimme. Und diese Stimme hat sie ja auch dieser Tage wieder zur aktuellen Lage in Belarus zusammen mit anderen Literatur-Nobelpreisträgerinnen deutlich zu Gehör gebracht. Herzlich danken möchte ich heute dem Deutschen Polen-Institut und vor allen Dingen Ihnen, lieber Herr Kaluza und lieber Herr Mack, dass Sie mich in alter, ich will mal sagen, seit vielen Jahren gewachsene Vertrautheit und Freundschaft, dass wir die Stadtkirche wieder angesprochen haben, mit Ihnen zusammen den 100. Geburtstag von Karl de Decius heute Abend gebührend zu feiern. Und wir als Stadtkirche sagen herzlichen Dank dafür und feiern heute natürlich sehr, sehr gerne mit Ihnen. Und wunderbar, dass Sie alle heute Abend gekommen sind, um mitzufeiern. Herzlich willkommen in der Stadtkirche. Liebe Frau Lada, lieber Herr Löw, ich danke für die Einladung, heute hier zu Ihnen ein Grußwort sprechen zu dürfen. Als für die deutsch-polnischen Beziehungen zuständiger Mitarbeiter in der Robert-Bosch-Stiftung habe ich mit Karl de Decius über 2 Jahrzehnte zusammenarbeiten dürfen und aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit ist auch eine Freundschaft geworden, der ich sehr, sehr viel verdanke. Ich weiß nicht, ob und wie Übersetzer die Welt retten können. Aber die deutsch-polnischen Beziehungen zu retten, dazu hat Karl de Decius ein ganz entscheidendes Teil beigetragen. Ich glaube, wir können uns heute nicht mehr vorstellen, wie unmittelbar nach dem Kriege die Sprachlosigkeit, die Gräben, die Feindschaft, der Hass zwischen Deutschen und Polen bestanden haben und dass jemand mit einem schlimmen Kriegsschicksal, der auch noch lange in sowjetischer Kriegsgefangenschaft war, dann im Grunde im Alleingang sich daran gemacht hat, Polen, den Deutschen als Kulturnation wieder zu präsentieren und als Polenflüsterer, den Polen deutlich zu machen, dass man ihnen hier mit Achtung, mit Respekt und mit dem Willen zur Zusammenarbeit begegnet, das hat damals entscheidend dazu beigetragen, dass wir heute bei allen großpolitischen Wetterlagen auf ein solides Fundament deutsch-polnischer Beziehungen zurückblicken können. Das ist auch ein Werk von Karl de Decius. Und dass er es geschafft hat, mit der Gründung des Deutschen Polen-Institutes diesem Anliegen eine nachhaltige, eine dauerhafte Basis zu geben, das ist auch ein tolles Verdienst von Karl de Decius. Und ich danke natürlich Frau Wada, Herrn Löw, Herrn Karuja und Herrn Mack als Ruheständler und dem ganzen Team, dass sie das so großartig fortführen in seinem Sinne. Deutsche und Polen stehen tief in der Schuld von Karl de Decius. Als Mensch, als genialer Übersetzer und als Brückenbauer wird er uns immer unvergesslich bleiben. Ja,
Ja, vielen Dank, Joachim Rogall, für diese Worte der Robert-Bosch-Stiftung, einer Stiftung, die sich seit Jahrzehnten und jahrzehntelang verdient gemacht hat für die deutsch-polnische Annäherung, für die deutsch-polnische Verständigung und auch für das Deutsche Polen-Institut. Sehr verehrte Frau Süssmuth, unsere Präsidentin, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, unser Kuratoriumsvorsitzender, das Deutsche Polen-Institut ist stolz, dass wir mit Karl Dedecius einen Gründer haben, der sich, wie Herr Rogall ausgeführt hat, wirklich seit der unmittelbaren Nachkriegszeit in einem kaum vorstellbaren Maße eingesetzt hat, dafür, dass wir einander besser verstehen und dass wir in Deutschland ein wenig erahnen können, welchen Reichtum die polnische Literatur, die polnische Kultur, die polnische Geschichte besitzt. Liebe Familie Dedecius, die Sie auch hier sind, Sie haben einen großartigen Vater und Großvater gehabt, der in unserem Institut nach wie vor in Ehren gehalten wird. Karl Dedecius wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Auch das ist ein Anlass, warum wir seiner heute hier gedenken, warum wir auf seiner Grundlage weitermachen mit Literaturvermittlung. Dieses Jahr ist überhaupt ein Jahr der runden Jahrestage. Und wenn man die ganzen ausgefallenen Feiern des letzten Jahres hinzunimmt, ein Jahr, in dem sich noch weitere solche Jahrestage aneinanderreihen. Wir hätten im vergangenen Jahr gerne das 40-jährige Bestehen unseres Instituts gefeiert. Das war nicht möglich, aufgrund der Ihnen bekannten Umstände. Diese Veranstaltung heute ist auch ein wenig eine Erinnerung daran, dass wir gerne mit Ihnen gefeiert hätten. Wir feiern es mit Dedecius und mit einer großen Schriftstellerin aus Polen. Dieses Jahr ist aber auch ein Jahr, in dem zwei weitere Jubiläen gefeiert oder nachgefeiert werden. 50 Jahre ist es her, dass Willy Brandt 1970 nach Warschau reiste, um den deutsch-polnischen Normalisierungsvertrag zu unterzeichnen, der eine ganz neue Epoche in den westdeutsch- und den deutsch-polnischen Beziehungen begann. Dieser Vertrag ermöglichte eigentlich auch erst die Entstehung des Deutschen Polen-Instituts, denn in seinem Gefolge beschloss man dann in den 70er Jahren, dieses Institut auf den Weg zu schieben. Und 1980 öffnete es in Darmstadt seine Pforten auf der Mathildenhöhe. Seit kurzem sind wir ja im Darmstädter Residenzschloss untergebracht. 30 Jahre ist es nun her, dass Deutschland und Polen den Vertrag über gute Nachbarschaft geschlossen haben. Einen Vertrag, der die Grundlagen für unser gegenwärtiges Verhältnis in unseren bilateralen Beziehungen darstellt. All das sind große, runde Jubiläen und Daten, an denen man innehalten kann und auch einmal sich anschauen kann, wie wichtig es ist, unsere Beziehungen zwischen Deutschland und Polen weiter zu pflegen. Das hat Karl Dedecius auch in einer schwierigen Zeit gemacht. Er hat den Kontakt nach Volkspolen gesucht und hat über die Literatur versucht und es auch geschafft, zu vermitteln und für Polen, für die polnische Kultur zu werben. Und genauso versuchen wir als Deutsches Polen-Institut, diesen Dialog auch jetzt zu pflegen, zu erklären, wie Polen funktioniert, was Polen bedeutet und dass die deutsch-polnischen Beziehungen einen Wert darstellen, den wir unbedingt, an dem wir festhalten müssen und den wir weiterentwickeln müssen. Meine Damen und Herren, Symbole sind in diesen deutsch-polnischen Beziehungen natürlich auch wichtig. Wichtig ist das der Alltag der Nachbarschaft, das sind die zivilgesellschaftlichen Beziehungen, das ist das tägliche Miteinander von Deutschen, von Polinnen und Polen, aber Symbole sind immer wichtig. Und ein solches Symbol ist seit vielen, vielen Jahren auch ein Preis, den wir jahrelang mit Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung vergeben konnten, der Karl Dedecius-Preis für polnische Übersetzer deutscher Literatur und für deutsche Übersetzerinnen und Übersetzer polnischer Literatur. Die Robert-Bosch-Stiftung hat nun ihr Tätigkeitsprofil ein wenig gewandelt. Wir sind aber total froh und stolz, dass es uns gelungen ist, einen Nachfolger zu finden, der es uns ermöglicht, diesen Preis auch in Zukunft zu vergeben. Auch Herr Patsch, Ihnen sei dafür noch einmal gedankt, dass Sie sich eingesetzt haben. Es ist die Sparkasse Darmstadt, die es uns ermöglicht, heute diesen Karl Dedecius-Preis neu auszuloben und ihn im nächsten Jahr dann im Mai zu vergeben, wiederum in Darmstadt. Der Preis ist mit 10.000 Euro für beide Preisträger, also deutsche und polnische Personen, dotiert. Diese Preisträger werden von einer unabhängigen deutsch-polnischen Jury ausgewählt und im April 2022
bekannt gegeben. Wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass es gelungen ist, dieses Symbol zu erhalten und hoffentlich auch nachhaltig weiter bestehen zu lassen. Meine Damen und Herren, genug der Begrüßungsworte. Nun hat die Literatur und das Übersetzen das Wort. Mein ehemaliger Kollege Manfred Mack, seit 2 Monaten im Ruhestand, hat nicht innegehalten, um diesen Abend zu ermöglichen und wird ihn gleich auch moderieren. Er wird gedolmetscht von Bernhard Hartmann, Übersetzer und auch Preisträger des Caldadesius-Preises. Ihnen allen möchten wir nun die große, die unvergleichliche, die ganz besondere, die Literatur-Nobelpreis bedachte Olga Tokarczuk vorstellen. Bitte schön. Good. Well, it's quite complicated, but now we are online, in a way. Korzystając z okazji, zanim Manfred się przygotuje, nutzen, solange Manfred sich noch vorbereitet, chciałabym bardzo podziękować za to zaproszenie tutaj, za gościnę w tym pięknym miejskim kościele. Und möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hierher, für die freundliche Aufnahme in dieser wunderbaren Kirche. I za cudowną muzykę, która nas wprowadziła. Und für die wunderbare Musik, die wir zur Einführung gehört haben. I za wsparcie ze strony Instytutu Polskiego i Fundacji Boscha. Und für die Unterstützung von Seiten des polnischen Instituts und von der Bosch Stiftung. Ale przede wszystkim za Państwa przyjście tutaj. Dziękuję bardzo. Vor allen Dingen möchte ich Ihnen danken, dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank. Ja, und auch ich will Olga Tokarczuk begrüßen, und zwar nicht nur als Nobelpreisträgerin, sondern als eine alte, bewährte Freundin unseres Instituts. Lange vor dem Nobelpreis war sie schon unser Gast hier in Darmstadt. Es ist heute ihr 4. Besuch bei uns. Wir haben Sie natürlich gleich nach der Nobelpreisverleihung eingeladen. Ihre vielen Verpflichtungen und natürlich Corona hat uns aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so freuen wir uns, dass es jetzt, nach 2 Jahren, endlich geklappt hat. Ganz herzlich willkommen, liebe Olga. Ja, eigentlich hätten wir ihr auch noch ein besseres Wetter hier gewünscht. Wir hatten auch ausgemacht, dass wir das schöne Darmstadt einen Tag lang besuchen. Das Wetter hat nicht mitgespielt, aber ich glaube, das ist auch gut so, weil sonst wäre sie möglicherweise nie mehr nach Darmstadt gekommen. Und so können wir hoffen, dass wir dich vielleicht in nicht allzu langer Zeit nochmals hier begrüßen können. Wir haben dich eingeladen im Rahmen der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Caldadesius. Und da trifft es sich gut, dass du in deinem vor einem Monat auf Deutsch erschienenen Essayband Übungen im Fremdsein auch einen Beitrag zum Thema Übersetzen hast. Der Titel »Wie Übersetzer die Welt retten« hat uns so gut gefallen,
dass wir ihn gleich als Titel für unsere heutige Veranstaltung ausgeliehen haben. Und ich bin ganz sicher, dass dieser Titel auch Karl de Decius sehr gut gefallen hätte. Und wir wollen mit dir heute Abend über das Übersetzen und dein Verhältnis zu deinen Übersetzerinnen und Übersetzern sprechen. Und natürlich werden wir auch einige Gedanken aus deinem Essayband vorstellen. Danach wollen wir über dein Opus Magnum, deine Jakobsbücher sprechen. Das Buch hat in der deutschen Übersetzung fast 1200 Seiten. Ein paar Passagen werden wir gemeinsam auf Polnisch und Deutsch vortragen, da das Ende der Jakobsbücher in der Nähe von Darmstadt in Offenbach spielt, haben wir ein paar entsprechende Stellen zusammen ausgesucht. Man weiß von dir, dass du ein sehr enges Verhältnis zu deinen Übersetzerinnen und Übersetzern pflegst. Vor Jahren hast du einige von ihnen nach Krakau zu einer gemeinsamen Übersetzerwerkstatt eingeladen, wo sie sich austauschen konnten. Und man sollte vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen, dass deine Bücher schon in über 40 Sprachen übersetzt wurden. Ich will dich nun fragen, was bedeuten deine Übersetzer für dich? Wie arbeitest du mit ihnen zusammen und was verdankst du ihnen? Zdaję sobie sprawę z tego, że nigdy, gdyby nie ci ludzie, którzy tłumaczą, żadna z moich książek nie zaistniałaby w innym języku i w innej kulturze. Ja, ich weiß sehr gut, dass ohne diese Menschen, die meine Bücher übersetzen, kein einziges von diesen Büchern in einer anderen Sprache oder in einer anderen Literatur überhaupt existieren würde. Często się zdarza tak, że tłumacz jest traktowany trochę jak coś mechanicznego, co musi pozostać w cieniu. Oft werden die Übersetzer als eher ja, etwas Mechanisches betrachtet und als Personen, die oder Instanzen, die im Schatten bleiben sollen. Ale coraz częściej zdarza się, że tłumacze walczą o swoje i pojawiają się na pierwszych okładkach książek i są traktowani jako współautorzy tekstu. Aber immer häufiger kämpfen einerseits die Übersetzer selbst für ihre Rechte, um Aufmerksamkeit, um Wahrnehmung. Und es kommt immer häufiger vor, dass sie auch auf den Titelseiten der Bücher neben dem Autor genannt werden und in gewisser Weise als Mitautoren wahrgenommen werden. W tych dniach moja książka Księgi Jakubowe ukazuje się po angielsku w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii i w Australii. In diesen Tagen erscheinen die Jakobsbücher in der englischsprachigen Übersetzung in Großbritannien, den USA und in Australien. I tłumaczki jakby musiały walczyć o to, żeby rzeczywiście zostać docenione i znaleźć się na okładkach książek, bo to nie było oczywiste. Ale są, tak. Ja, und die Übersetzerinnen dort mussten darum kämpfen, dass sie eben auf dem Buchcover erwähnt werden, was ihnen auch dann gelungen ist. W trakcie tłumaczenia i pracy nad tłumaczeniem zawiązuje się między mną i tłumaczami jakaś taka bliska więź porównywana do więzi rodzinnej. Und während der Arbeit an den Übersetzungen entwickelt sich zwischen mir und den Übersetzern und Übersetzerinnen eine enge, fast schon familiäre Beziehung. Jest to bardzo szczególny rodzaj bliskości, ponieważ ten tekst przechodzi przez nasze głowy. To jest jakiś nowy rodzaj pokrewieństwa. Und das ist eine ganz besondere Art der Nähe, denn dieser Text geht sozusagen durch unsere Köpfe und das ist eine ganz neue Art von Verwandtschaft. Więc kiedy tylko mogę, staram się tych tłumaczy nie tylko doceniać, ale też jakby zagarniać jak owczarek, tworzyć z nich jakąś taką małą społeczność.
Und wann immer es mir möglich ist, dann versuche ich nicht nur den Übersetzern Respekt und Wertschätzung gegenüber zu bringen, sondern sie auch ja, um mich zu scharen, sozusagen wie so eine kleine Herde. I dzielę tłumaczy na dwie grupy. Tych, którzy się ciągle dopytują, mają mnóstwo wątpliwości co do słów, co do tłumaczenia, wysyłają do mnie maile, konsultują. Ja, und ich, für mich unterscheide ich zwei Typen von Übersetzern, Übersetzerinnen. Einmal die viele Fragen haben, die Zweifel haben, wie man ein Wort übersetzen soll, die ständig Mails schreiben und wissen wollen, wie sie etwas machen sollen. I tych, którzy się nie odzywają przez cały proces tłumaczenia i całą odpowiedzialność biorą na siebie. Und solche, die sich während der ganzen Arbeit überhaupt gar nicht bei mir melden und die ganze Verantwortung auf ihre Schulter, auf die eigenen Schultern nehmen. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się ocenić, który sposób tłumaczenia jest lepszy. Und ich kann nicht sagen und weiß auch, dass man das nicht sagen kann, welche dieser Arten zu übersetzen die bessere ist. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że poprzez kontakt z tłumaczami i poprzez ich pytania, ich wątpliwości dotykam też innej kultury, innej wizji świata, która jest w innym języku. Aber ich weiß auch, dass eben durch diese Fragen, durch die Zweifel, mit denen mich die Übersetzerinnen konfrontieren, ich selber auch in Kontakt mit anderen Kulturen, anderen Weltsichten komme. I podam przykład. Pewien tłumacz z zupełnie innej strefy klimatycznej i innej kultury miał do przetłumaczenia jedno opowiadanie, w którym występowało określenie, że bohater włożył kurtkę do kolan. Ja. Ich gebe ein Beispiel. Einmal hat ein Übersetzer aus einer ganz anderen Klimazone eine Erzählung von mir zu übersetzen, in der die Formulierung vorkam, dass die Hauptfigur einen Mantel, eine Jacke bis an die Knie anzog. I przysłał mi taki paniczny mail z pytaniem, ale kurtka do kolan, to z której strony się liczy do kolan? Czy od dołu, czy od góry? Ja, und er schrieb mir eine einigermaßen panische Mail und fragte, aber was heißt denn bis zu den Knien? Wie misst man das? Misst man das von oben oder von unten? To są takie pytania i takie momenty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, bo dla nas to są rzeczy oczywiste, ale widziane z innej perspektywy są kompletnie nieoczywiste. Ja, und solche Fragen oder solche Momente, die zeigen uns, dass das alles gar nicht selbstverständlich ist, aus einer anderen Perspektive, was wir aus unserer Sicht für gar nicht hinterfragen und für völlig normal und offensichtlich halten. Ja, und jetzt lesen wir ein wenig, und zwar aus diesem schon erwähnten Essay, wie Übersetzer die Welt retten. Olga Tokarczuk wird zunächst auf Deutsch lesen, und ich werde Ihnen dann die Übersetzung von Lisa Palmes zu Gehör bringen. Ja przeczytam kawałeczek tylko, żebyście Państwo słyszeli, jak to brzmi po polsku. Ich werde nur ein Stück auf Polnisch lesen, damit Sie aber einen Eindruck bekommen, wie das auf Polnisch eben klingt. Prace Hermesa, czyli jak tłumacze codziennie ratują świat. Lubię przyjmować perspektywę panoptykalną i na wszystko, choć przez chwilę, spojrzeć z góry. Można wtedy zobaczyć nasz ludzki świat jako szeroko rozrzucone kolonie organizmów, zadowolonych z siebie, łatwo przystosowujących się do zmiennych okoliczności, niezwykle ekspansywnych i rywalizacyjnych, ale zarazem zdolnych do samopoznania i współpracy. Z tego punktu widzenia tłumacze są w tej organicznej strukturze czynnikiem, bez którego nie mogłaby ona istnieć. Stanowią bowiem elementy składowe czegoś w rodzaju przewodzącej tkanki nerwowej, sieci, która pomaga przenosić informacje z jednego miejsca tego tworu w drugie. Bisweilen nehme ich gern eine panoptische Perspektive ein und schaue mir wenigstens für einen Moment alles von oben an. Dann kann man unsere menschliche Welt
als eine Ansammlung von weit gestreuten Kolonien selbstzufriedener Organismen sehen, die sich leicht an wechselnde Gegebenheiten anpassen, einen ausgeprägten Ausbreitungsdrang besitzen und miteinander rivalisieren, jedoch ebenso fähig sind zu Selbsterkenntnis und Kooperation. Ein unersetzliches Element innerhalb dieser organischen Struktur sind die Übersetzer von Büchern. Sie sind Teil einer Art leitendes Nervengewebes, eines Netzes, das Informationen von einer Stelle des Gebildes an eine andere übertragen hilft. Durch den Geist der Übersetzer verlaufen die Grenzen zwischen unterschiedlichen Welten, und ihre Gabe ermöglicht es ihnen, diese Grenzen zu überschreiten, zu verwischen und in den Alembiken ihrer Computer den Stein der Weisen unserer heutigen Zeit herzustellen. Universalität. Kaum verwunderlich, dass den Übersetzern seit Jahrhunderten der Gott Hermes als Patron und Beschützer gilt. Von geringem Wuchs, wieselflink, listig, eilt der kleinste und gerissenste aller Götter, um es mit Plutarchs Worten zu sagen, über die Wege und Straßen dieser Welt. Flatterndes langes Haar, Flügelhelm, den Hermesstab in der Hand, ist er überall und nirgends. Eine Gottheit schwer bestimmbaren Geschlechts, eine Gottheit der Synthese, der Verknüpfung des Fernliegenden, der Schleue mit Sinn für Humor und einer Neigung zu List und Tücke. Der Gott der Händler, Kaufleute, Handwerker, Glücksspieler. Hermes ist es, der uns auf Reisen begleitet. Seine Stimme spricht zu uns aus Reiseführern und Wörterbüchern. Er ist es, der uns durch unwegsames Gelände geleitet, der uns das Kartenlesen lehrt, uns über Grenzen führt. Vor allem aber ist er bei jeder Form der Kommunikation zur Stelle. Öffnen wir den Mund, um jemandem etwas mitzuteilen, ist Hermes da. Lesen wir Zeitung, surfen wir im Internet, versenden wir eine SMS, Hermes ist da. Ein Hermes-Stempel, Tempel der heutigen Zeit, müsste mit Druckern, Telefonen und Kopierern ausgestattet sein. Einer seiner Titel ist der des Hermeneutes, des Deuters und Übersetzers. Und die Hohepriesterinnen und Hohepriester in einem Hermes-Stempel wären heute die Übersetzerinnen und Übersetzer. Berührt ihre Arbeit doch das Wesen dieser Gottheit? Sie verbindet Menschen durch Sprachen, aber auch über Sprachgrenzen hinweg und überführt die menschliche Erfahrung von einer Kultur in die andere. Ich habe eine große Schwäche für diesen Gott und fühle mich eng mit ihm verbunden. Ja, und dann verrät uns Olga Tokarczuk, warum sie diesem Essay den Titel »Wie Übersetzer die Welt retten«. Das ist eine etwas längere Passage, deshalb lesen wir sie heute Abend nicht, aber Sie können das dann, wenn Sie das Buch bei der Bessunger im Buchladen gekauft haben, bei dem ich mich sehr herzlich bedanken will, dass Sie uns in den letzten 20, 30 Jahren immer so toll unterstützt haben. Aber ich gebe Ihnen eine kurze Zusammenfassung, warum Olga Tokarczuk der Meinung ist, dass Übersetzer die Welt gerettet haben und wohl immer noch können. Sie erinnert nämlich daran, dass nach dem Niedergang des Römischen Reiches unter dem Ansturm plündernder Barbaren auf Europa schien es, als sollte der ganze intellektuelle Reichtum der Antike verloren gehen. Und sie erwähnt, wie Übersetzer zunächst ins Arabische den gesamten Bestand
dieser klassischen Antike gerettet haben. Weist dann allerdings auch darauf hin, dass in der Zeiten der Reconquista diese arabischen Schriften in Gefahr waren und dass dann Übersetzer zunächst vom Arabische ins Kastilische und dann wieder zurück ins Lateinische all diese Dinge gerettet haben, dass in der berühmten Übersetzerschule von Toledo eine ganze Heerschar von Übersetzern herangezogen wird und sie schlägt dann auch vor, dass wir eigentlich unsere Hauptstraßen durchaus auch mal nach Archimedes, Theophrast, Ptolemäus und die anderen benennen könnten und dass wir eben auch die Werke dieser Übersetzer, und sie nennt dann eine halbe Seite, in Erinnerung behalten und auch ehren sollten. Dann am Ende ihres Beitrags erzählt sie uns noch ein wenig über ihren direkten Kontakt mit den Übersetzern. In letzter Zeit habe ich oft Hand in Hand mit jeweiligen Übersetzern meine Bücher in anderen Ländern vorgestellt. Die Erleichterung, sich die Autorschaft mit jemandem teilen zu können, lässt sich schwer in Worte fassen. Ich freue mich immer, wenn ich wenigstens einen Teil der Verantwortung für einen Text abgeben kann. Im Guten wie im Schlechten. Wenn ich nicht mehr allein dastehe, Auge in Auge mit dem aufgebrachten Kritiker, der mimosenhaften Rezensentin, dem literarisch unbewanderten Journalisten oder dem arroganten Moderator. Wie schön, wenn nicht mehr alle Fragen nur an mich gerichtet sind. Wenn dieser bedruckte und gebundene Papierstapel nicht mehr allein meine Sache ist. Dieses Gefühl kennen sicherlich viele Schriftsteller. Am erstaunlichsten ist jedoch, dass die Anwesenheit einer Übersetzerin, eines Übersetzers, Sphären eröffnet, die mir bereits nicht mehr zugänglich sind, da sie oder er sich unabhängig von mir in Debatten begibt, die ich nicht einmal ganz verstehe, die mir fremd, ja mysteriös erscheinen. Mein Text befreit sich von mir oder bin ich es, die sich von ihm löst? Er wird selbstständig wie ein aufsässiger Teenager, der von zu Hause ausreist, um zum ersten Mal auf ein Musikfestival zu fahren. Die Übersetzerin, der Übersetzer, hat meinen Text an die Hand genommen und ihm andere Seiten dieser Welt gezeigt, hat hinter ihm gestanden, sich für ihn eingesetzt. Welch ein Glück für mich. Plötzlich bin ich frei von der tiefen Einsamkeit, die so fest von schriftstellerischen Tätigkeit gehört. Stunden, Tage, Wochen, sogar Jahre verbringt man in seinem eigenen Kosmos, allein mit seinen Gedanken, inneren Dialogen und Vorstellungen. Die Übersetzer kommen auf uns Schriftsteller zu und sagen, auch ich war dort. Ich bin deinen Spuren gefolgt und jetzt überschreiten wir gemeinsam eine Grenze. Hier wird der Übersetzer buchstäblich zum Hermes. Er nimmt mich an die Hand und führt mich über die Grenzen von Ländern, von Sprachen und Kultur. Ja, und zum Abschluss dieses Teils wollen wir jetzt noch das Ende Ihrer Nobelpreisrede vorstellen, wo Sie uns eine Vorstellung gibt, wie Sie an Literatur herangeht, wo Sie den Wert der Literatur sieht. Und auch das
es sind Gedanken, von denen ich denke, dass sie Karl De Decius gut gefallen hätten. Denn das, was er übersetzt hat, was er gemacht hat, hatte ja auch immer ein Ziel. Und dieses Ziel hieß eben Verständigung, Verständigung zwischen den Menschen und zwischen den Völkern. Olga Tokarczuk liest nun zunächst auf Polnisch. To jest to, tak? Pisze fikcję. Pisze fikcję, ale nigdy nie jest to coś wyssanego z palca. Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz siebie samej. Muszę przepuścić przez siebie wszystkie istoty i przedmioty obecne w książce. Wszystko, co ludzkie i pozaludzkie, żyjące i nieobdarzone życiem. Każdej rzeczy i osobie muszę przyjrzeć się z bliska, z największą powagą i uosobić je w sobie, spersonalizować. Do tego właśnie służy mi czułość. Auch dieser Text in der Übersetzung von Lisa Palmes, übrigens auch einer Preisträgerin des Karl De Decius Preises. Ich schreibe fiktionale Geschichten, doch sind diese Geschichten niemals gänzlich erfunden. Wenn ich schreibe, muss ich alles in mir fühlen. Der Weg aller Wesen und Dinge in meinen Büchern, alles Menschlichen und Außermenschlichen, alles Lebendigen und nicht mit Leben Beschenkten führt durch mich. Jedes Ding und jede Person betrachte ich lange und aufmerksam, um sie zu verkörpern, zu personifizieren. Dazu dient mir ein liebevoller Blick. Denn liebevoll zu sein, ist die Kunst der Verkörperung, der Einfühlung, der fortwährenden Suche nach Gemeinsamkeiten. Eine Geschichte zu erzählen bedeutet, Leben zu verleihen und all die Bruchstücke der Welt, die menschlichen Erfahrungen, durchlebten Situationen, Erinnerungen zur Existenz zu bringen. Eine liebevolle, zugeneigte Betrachtung personifiziert alles, auf das sie sich bezieht. Sie lässt ihm Raum und Zeit, sich zu entwickeln. Sie ermöglicht es, ihm Ausdruck zu verleihen, eine Stimme zu geben. Liebevolle Zuneigung ist spontan und selbstlos. Sie geht weit über empathisches Mitfühlen hinaus. Vielmehr ist sie eine bewusste, bisweilen vielleicht etwas melancholische Einfühlung in ein anderes Leben, ein anderes Schicksal. Der liebevolle Blick bedeutet, ein anderes Sein anzunehmen und aufzunehmen, in seiner Zerbrechlichkeit, seiner Einzigartigkeit, seiner Wehrlosigkeit gegen Leiden und das Wirken der Zeit. In der zugeneigten Betrachtung entdecken wir Bande zwischen uns, Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen. Sie zeigt die Welt als lebend und lebendig, als ineinander verbunden, voneinander abhängend, zusammenwirkend. Literatur gründet auf der liebevollen Zuneigung, die wir jedem anderen Sein entgegenbringen. Und das ist der entscheidende psychologische Mechanismus des Romans. Der liebevollen Zuneigung ist es zu verdanken, dass unsere Erfahrung durch die Zeitreisen und jene erreichen kann, die noch nicht geboren sind, aber einmal das zur Hand nehmen werden, was wir über uns und unsere Welt erzählt haben. Ich weiß nicht, wie ihr Leben aussehen wird, wer sie sein werden. Doch ich denke häufig an sie, voller Schuldgefühl und Scham. Die klimatische und politische Krise, in der wir uns heute zurechtfinden müssen, und die wir zu überwinden suchen, um die Welt zu retten, kommt nicht von ungefähr. Häufig vergessen wir, dass sie kein Fatum, kein Schicksalsschlag ist, sondern das Ergebnis ganz konkreter Schritte und wirtschaftlicher, gesellschaftlicher,
weltanschaulicher, auch religiöser Entscheidungen. Gier, mangelnde Achtung vor der Natur, Egoismus, Fantasielosigkeit, ein nicht enden wollender Wettstreit haben die Natur zu einem Ding gemacht, zu einem Objekt, das man in Stücke schneiden, benutzen und zerstören kann. Und deswegen glaube ich fest daran, dass ich so erzählen muss, als wäre die Welt eine lebendige, vor unseren Augen immerfort im Werden begriffene Einheit und wir ein kleiner und zugleich mächtiger Teil dieser Welt. Bevor wir zum nächsten Kapitel, zum nächsten Buch, zu den Jakobsbüchern übergehen, hören wir nochmal Musik von unseren wunderbaren Musikanten von Witold Reck und Leszek Żądło. Thank you.
Ja, wir kommen zu dem nächsten Buch, den Jakobsbüchern. Und da lesen wir Ihnen als erstes einmal den etwas länger geratenen Titel vor. Zunächst auf Polnisch. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Die Jakobsbücher oder eine große Reise über sieben Grenzen, durch fünf Sprachen und drei große Religionen, die kleinen nicht mitgerechnet. Eine Reise erzählt von den Toten und von der Autorin ergänzt mit der Methode der Konjektur, aus mancherlei Büchern geschöpft und bereichert durch die Imagination, die größte natürliche Gabe des Menschen. Den Klugen zum Gedächtnis, den Landsleuten zur Besinnung, den Laien zur erbaulichen Lehre, den Melancholikern zur Zerstreuung. Eine polnische Literaturwissenschaftlerin hat das Buch mit folgenden Worten zusammengefasst. Tokarczuk nimmt uns mit auf eine Reise zu Schauplätzen, Zeiten und Religionen, von der man am liebsten gar nicht mehr zurückkehren möchte und die dem Leser noch lange in Erinnerung bleibt. Sie haucht Jakob Frank wieder Leben ein. Für Polen, die Juden, Europa und all jene, die bei der Lektüre des Romans denken, all das müsse doch wohl der Fantasie entsprungen sein. Nein, es ist unsere Geschichte, auf andere Art erzählt. Darin ist Platz für Juden, für Frauen, für metaphysische Sehnsüchte und Wünsche, denen es in traditionellen Abhandlungen zu eng wird. Und Platz für viele großartige Geschichten, geschaffen von der außergewöhnlichen Vorstellungskraft der Autorin. Olga, du hast in diesem 1200-Seiten-Buch 8 Jahre gearbeitet. Und ich will dich fragen, wie bist du auf dieses Thema gekommen und was hat dich an diesen Geschichten so fasziniert, dass du so lange dazu geforscht hast, recherchiert hast und das Buch dann geschrieben hast? To jest długa opowieść, ale postaram się jakoś tak w punktach ją zebrać. Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche sie in ein paar Punkten zusammenzufassen. Po pierwsze, myślę, że należę do takiego pokolenia Polaków, którzy urodzili się z poczuciem braku, z poczuciem, że czegoś w tej naszej rzeczywistości brakuje. Also erstens gehöre ich zu einer Generation von Polen, die mit einem Gefühl des Mangels aufgewachsen sind und gelebt haben mit dem Gefühl, dass in unserer Wirklichkeit irgendetwas fehlt. Dopiero jako 18-letnia dziewczyna zdałam sobie sprawę, że to chodzi o Żydów. Erst mit 18 ist mir klar geworden, dass dieser Mangel, diese Lücke die Juden sind. Że społeczeństwo polskie, kultura polska bez Żydów jest kulturą kaleką. Dass die polnische Gesellschaft ohne Juden eine unvollständige, eine verkrüppelte Kultur ist. Zdałam sobie sprawę też z tego, że temat Żydów zawsze pojawiał się w powiązaniu z Holokaustem, z II wojną światową. Und ich habe auch dann festgestellt, dass das Thema der Juden eigentlich immer im
Zusammenhang mit der Shoah und mit dem Zweiten Weltkrieg vorgekommen ist. Mało mówiło się o tym, że Żydzi byli w Polsce setki, tysiące lat i że te kultury przerosły się tak jak nigdzie indziej na świecie. Aber es wurde eigentlich nie darüber gesprochen, dass die Juden schon Jahrhunderte in Polen, auf polnischem Boden gelebt haben und dass die beiden Kulturen auf eine Weise miteinander verwachsen sind in dieser, auf diesem polnischen Boden wie eigentlich nirgends sonst auf der Welt. W 90. którymś roku byłam gdzieś na północy Polski, w Toruniu, w antykwariacie znalazłam taką uniwersytecką broszurę, która była tekstami uczniów Jakuba Franka wydanymi do użytku uniwersyteckiego. Und in den 90er Jahren habe ich im Torun in einem Antiquariat eine Uni-Broschüre entdeckt, in der Texte von Schülern von Jakob Frank für den Universitätsgebrauch zusammengefasst und herausgegeben worden waren. Kupiłam ją zafascynowana i zanim doszłam do hotelu, już ją zaczęłam czytać i nie mogłam się od tego oderwać. Ich habe sie gekauft und war von Anfang an fasziniert und schon auf dem Hotel, auf dem Rückweg zum Hotel habe ich angefangen drin zu lesen und konnte dieses Heft gar nicht mehr aus der Hand legen. Zadawałam sobie pytanie, jak to możliwe, że ja nic nie słyszałam o tej historii, niewiele słyszałam o Jakubie Franku, a przecież jestem dosyć dobrze wykształconą osobą. Ich habe mir die Frage gestellt, wie das sein konnte, dass ich als doch einigermaßen gebildete Person nie von diesen Menschen gehört habe und noch wenig über Jakob Frank überhaupt gehört habe. I kiedy zaczęłam coraz więcej zbierać informacji na ten temat, to zdałam sobie sprawę z tego, że znalazłam opowieść, która była aktywnie zapominana przez wiele lat. Und je mehr ich dann Informationen, Material gesucht habe zu diesem Thema, desto klarer ist mir geworden, dass es sich um eine Geschichte handelt, auf die ich da gestoßen war, die jahrelang aktiv vergessen worden war. Po pierwsze była aktywnie, jak to nazywam, zapominana przez ortodoksyjnych Żydów, dla których historia Jakuba Franka jest historią demoniczną, historią zdrajcy, kogoś, kto odszedł od judaizmu i też jakby ośmieszył, pogłębił judaizm. Także nie znajduje już więcej miejsca w historii, w pamięci żydowskiej. Aktiv vergessen wurde die Geschichte Jakob Franks einerseits oder zum ersten vom orthodoxen Judentum, für die die Geschichte Jakob Franks eine dämonische Geschichte war, die Geschichte eines Verräters, eines Abtrünnigen, der sich vom Judentum abgewendet hat und das Judentum auch lächerlich gemacht hat. Aktywnie zapominał też tę historię Kościół katolicki w Polsce i w ogóle ta polska strona, Kościół katolicki w tej historii odgrywa dosyć ponurą rolę jako inkwizytora. Aktiv vergessen wurde diese Geschichte auch von der katholischen Kirche in Polen, die eben in diesem Zusammenhang mit Jakob Frank eine recht düstere Rolle als eben inkwizytorische Organisation spielt. Jakub Frank spędził 13 lat uwięziony w Częstochowie, która to jest takim najświętszym miejscem katolicyzmu i wiele razy Kościół katolicki znalazł się w bardzo takiej niepochlebnej, niewygodnej pozycji. Jakob Frank war 13 Jahre lang in Częstochau inhaftiert und eben im Zusammenhang damit findet sich die katholische Kirche in dieser Geschichte immer wieder in einer eher unrühmlichen Rolle wieder. Więc w jego interesie było jakby wymazać te wszystkie wydarzenia. Und so wie das orthodoxe Judentum hatte dann eben auch die katholische Kirche ein Interesse daran, die Erinnerung an diese Geschichte auszulöschen. I po trzecie, aktywnie zapominany był także przez potomków frankistów, którzy to zasymilowani już z chrześcijańskim społeczeństwem, z katolickim społeczeństwem w Polsce, nie chcieli wracać do swoich żydowskich korzeni. Und aktiv vergessen wurde die Geschichte auch von den Nachkommen der Frankisten, die
in der Zwischenzeit assimiliert waren, die in der, im katholischen Polen gelebt haben und nicht mehr an ihre jüdischen Wurzeln erinnert werden wollten. Więc wyobrażacie sobie Państwo, że taka zapomniana, wyparta historia, bardzo barwna, niezwykle w ogóle przygodowa, można powiedzieć, była dla mnie jakby znalezionym skarbem i natychmiast zabrałam się do roboty. Ja, und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass so eine vergessene, verdrängte Geschichte, aber zugleich auch eine bunte und abenteuerreiche Geschichte für mich ja, wie ein Schatz war, auf den ich gestoßen war und dass ich mich gleich an die Arbeit gemacht habe. I pytasz, dlaczego 8 lat? Dlatego, że byłam tak naiwna, że wydawało mi się, że po prostu napiszę książkę o tym. I bez niczego, że to będzie spontaniczne i naturalne. Ja, und du hast gefragt, warum es 8 Jahre gedauert hat. Ich war einfach naiv. Ich habe gedacht, ich nehme diese Geschichte und schreibe da ohne viel Federlesens ein Buch drüber. Tymczasem okazało się, że niewiele orientuje się w jakby historii życia codziennego tej epoki, że muszę się dowiedzieć tysiąca, miliona rzeczy dotyczących i epoki, ale też i życia Żydów, Polaków w tym okresie, że muszę zgłębić te wszystkie szczegóły, które są istotą powieści, sprawdzić w podróżach, sprawdzić w bibliotekach. Przepraszam, że tak długo. Ja, und mir ist dann aber schnell klar geworden, wie wenig ich eigentlich wusste über den Alltag der Zeit, dieser Zeit, über das Leben von Juden, das Leben von Polen, tausende und Millionen Einzelheiten, die ich dann ja, in Bibliotheken und auf Reisen sozusagen mir erst aneignen musste. Ale było też te 8 lat jakby taką cudowną przygodą, ponieważ z moim mężem musieliśmy sprawdzić wszystko dokładnie na własnej skórze, więc wiązało się to z wieloma podróżami do Ukrainy, ale też i do Turcji, do Grecji, do Rumunii, na Morawy i w końcu w Offenbachu, jak mówiłeś tutaj, gdzie rozegrał się ostatni akt tego dramatu. Ja, aber diese 8 Jahre waren auch ein tolles Abenteuer, weil mein Mann und ich alles am eigenen Leib erfahren wollten und wir viel gereist sind. Wir waren in der Ukraine, in Griechenland, in Rumänien und eben auch zu guter Letzt in Offenbach, wo, wie schon gesagt wurde, der Schluss der Geschichte sich abgespielt hat. Nun sollte man ja denken, dass Polen so viele guten Historiker hat, dass diese ganze Geschichte eigentlich schon gut geschrieben war. Aber ist wohl eine so kontroverse Geschichte, dass du auch in deinem Essayband auch davon sprichst, dass man solches Geschehen eigentlich nur in einem Roman mit den Mitteln der Literatur beschreiben kann. Was meinst du damit? Wiesz, muszę się poprawić. Ona była opisana przez Aleksandra Krauschara w dwutomowej książce, z której też bardzo chętnie korzystałam, ale ona była nieznana w tym sensie, że nie weszła jakby w taką zbiorową świadomość. Ja, also ich muss ergänzen, dass natürlich die Geschichte Jakob Franks beschrieben wurde in einem zweibändigen Werk von Alexander Krauschara, auf das ich auch oft zurückgegriffen habe, aber sie war eben nicht in dem Sinne bekannt, dass sie im kollektiven Bewusstsein präsent gewesen wäre. Das Buch hat nach dem Erscheinen in Polen zu einigen Kontroversen geführt. Sehr viele haben das Buch ja geradezu verschlungen, aber es gab eben auch Menschen, denen das ganz und gar nicht gefallen hat, bis hin zu Morddrohungen gegen dich. Kannst du vielleicht über die Diskussion in Polen, aber vielleicht auch in anderen Ländern, in denen das Buch mittlerweile erschienen ist, etwas erzählen? Mhm. Dzisiaj z perspektywy czasu bagatelizowałabym te odruchy jakby agresywne. Ja, also aus heutiger Sicht würde ich diese heftigen, aggressiven Reaktionen nicht zu hoch hängen. Zwłaszcza, że były one jakby dokonywane przez ludzi, którzy nie znali książki
nie przeczytali jej i pewnie nie byliby zdolni jej przeczytać. Ja, vor allen Dingen, weil sie von Leuten kamen, die das Buch gar nicht kannten, die es nicht gelesen hatten und wahrscheinlich auch nicht imstande wären, es zu lesen. Natomiast to, co było dla mnie ciekawe, ta reakcja w Polsce, to, że nagle zobaczyliśmy, że takie rojenia o jakby czystej krwi, o polskości, która jest z pokolenia na pokolenie, są pewnym konstruktem. Aber es war für mich sehr interessant zu sehen, dass es plötzlich sozusagen zum Thema wurde, dass solche Ideen wie reines Blut oder die Idee vom Polentum, wann das von Generation zu Generation übertragen wird, dass das eigentlich nur Konstrukte sind. Najciekawsze było dla mnie to, jak mnóstwo czytelników do mnie pisało, traktując mnie trochę jako takiego genealoga, jakby biuro genealogiczne. Ja, und interessant war auch, dass viele Menschen, viele Leser mir geschrieben haben und mich plötzlich als so eine Art Ahnenforscherin betrachtet haben. Z prośbą, żebym sprawdziła, czy też i ich nazwisko i nie należy czasami do nazwiska frankistów i czy mają jakiś przodków wśród frankistów. Und diese Leute haben mich dann gebeten, ob ich nicht irgendwie nachprüfen könnte, ob auch ihr Name sozusagen unter den Frankisten auftaucht und ob nicht möglicherweise sie auch Vorfahren in der Schar der Anhänger von Jakob Frank hätten. I gdybym miała głowę do interesu, to rzeczywiście założyłabym takie biuro i sprawdzałabym Polakom ich pochodzenie i wtedy okazałoby się, że z pewnością nie istnieje nic takiego jak czysta krew, prawda? Ponieważ Polska leży w takim miejscu Europy, że nie jest to możliwe, żeby coś takiego utrzymać. Ja, und wenn ich ein bisschen geschäftstüchtiger wäre, dann hätte ich wahrscheinlich tatsächlich irgendein Büro aufgemacht und hätte die Herkunft dieser Menschen überprüft. Aber dabei hätte sich wahrscheinlich auch herausgestellt, dass es so etwas wie reines Blut in Polen, das an dieser Stelle von Europa gelegen ist, wo so viele Kulturen sich begegnet sind, dass es so etwas wie reines Blut da eigentlich gar nicht geben kann. Myślę, że ta książka wzbudziła sprzeciw wśród niektórych ludzi jakiś taki rodzaj niechęci, właśnie dlatego, że przeciwstawiała się takiemu narodowemu etosowi polskiemu, romantycznemu, sienkiewiczowskiemu. Ja, und ich glaube, der Widerstand gegen das Buch und die Abneigung, die es teilweise hervorgerufen hat, kommt gerade daher, dass es sich eigentlich diesem polnischen Nationalverständnis eigentlich entgegenstellt, die Vision von Polen, die bei Sienkiewicz oder so hochgehalten wird. Ja, und jetzt lesen wir noch ein klein wenig aus diesem Buch, und zwar ganz vom Ende. Dieser Jakob Frank, nachdem er in Podolien, in der Türkei, in Böhmen, in Częstochowa war, hat sich mit seinen Anhängern ausgerechnet Offenbach als Zufluchtsort ausgesucht, einige Zeit dort gelebt. Und ja, wir gehen ganz ans Ende des Buches, wo wir dann sehen werden, dass er schon in seiner Zeit von seinen eigenen Anhängern, aber auch von der überraschten Offenbacher Bevölkerung und auch von den preußischen Beamten ja sehr zwiespältig beurteilt wurde. Und ja, weil wir heute doch auch sehr viele polnischsprachige Gäste haben, schlage ich vor, dass du jetzt aus diesem Kapitel 29 auch mal ein paar mehr Sätze liest. Pan nasz odszedł, tak? Pan nasz odszedł, zmarł przez pocałunek Neszika. Bóg przyszedł do niego w nocy i musnął go w usta swoimi ustami, jak Mojżesza. Bóg Wszechmogący przyjmuje go właśnie w swoich pokojach. Rozlega się jeden wielki szloch, wiadomość pędzi krużgankami, wylatuje z zamku i rozkręca się jak wietrzny wir po wąskich, czyściutkich ulicach Offenbachu. Za chwilę zaczynają bić dzwony we wszystkich miejskich kościołach, bez względu na wyznanie.
Czerniawski zauważa, że wszyscy starsi bracia zeszli już na dół. Nie ma tylko Jakubowskiego, który przez całą noc siedział pod drzwiami i nagle zaczyna się martwić, czy aby i jemu coś się nie stało. Wspina się po schodach na ostatnie piętro, myśląc, że to zły był pomysł, by starszyznę umieścić tak wysoko. Trzeba to zmienić. Jakubowski siedzi tyłem do drzwi przy swoich papierach. Szczupły, zgarbiony, jego siwa, krótko ostrzyżona głowa w wełnianej mycce wydaje się mała jak głowa dziecka. Bracie Piotrze, mówi do niego Czerniawski, ale Nachman nie reaguje. Bracie Piotrze, on odszedł. Zapada dłuższe milczenie i Czerniawski rozumie, że powinien zostawić staruszka samego. Śmierć nie jest zła, mówi nagle Jakubowski, nie odwracając się. I właściwie nie ma się co oszukiwać. Należy do dobrego Boga, który w ten sposób miłosiernie zbawia nas od życia. Bracie, zejdziesz? Nie ma takiej potrzeby. Ja, und in der Übersetzung von Lothar Quinckenstein, der zusammen mit Lisa Palmes dieses Buch übersetzt hat, hört sich das so an. Unser Herr ist von uns gegangen. Er starb durch einen Kuss, durch eine Neschika. Gott kam in der Nacht zu ihm und liebkoste die Lippen unseres Herrn mit seinen Lippen, wie er es bei Moses getan. Jetzt nimmt der Allmächtige ihn auf in seine Hallen. Ein einziges Schluchzen hebt an, in Windeseile huscht die Nachricht durch die Bogengänge, fliegt aus dem Schloss und steigert sich zum Wirbel, der über den engen, blitzsauberen Offenbacher Gässchen saust. Bald werden die Glocken zu läuten beginnen, in allen Kirchen der Stadt, gleich welchen Bekenntnisses. Czerniawski sieht, dass die älteren Brüder schon nach unten gekommen sind, nur Jakubowski fehlt. Die ganze Nacht hat er vor der Tür gesessen, und Czerniawski macht sich Sorgen, ob nicht auch ihm etwas widerfahren sei. Jakubowski sitzt mit dem Rücken zur Tür, dünn und gekrümmt, mit seinen Papieren befasst, sein grauer Kopf mit den kurz geschorenen Haaren wirkt in der wollenen Mütze wie der Kopf eines Kindes. Bruder Piotr, beginnt Czerniawski, doch Nachman bleibt regungslos. Bruder Piotr, er ist von uns gegangen. Ein längeres Schweigen tritt ein. Czerniawski versteht, dass er den Alten jetzt allein lassen sollte. Der Tod ist kein Übel, sagt Jakubowski plötzlich, ohne sich umzudrehen. Gaukeln wir uns nichts vor, er gehört zu einem guten Gott, der uns barmherzig vom Leben erlöst. Jetzt noch einiges zu den Reaktionen in Offenbach selbst. Überschrieben mit Gerüchte, Briefe, Munkelmeldungen, Ukase und Rapporte. Der Leichnam des Baron Frank wurde am 12. Dezember 1791 in Offenbach feierlich zu Grabe getragen. Er war der Patriarch einer polnischen religiösen Sekte, die ihm nach Deutschland gefolgt war, wo sie glanzvoll residierte. Sie ehrten ihn wie einen zweiten Dalai Lama. An der Spitze des Begräbniszuges gingen Frauen und Kinder, an die 200 Personen, ganz in weiß gekleidet, mit brennenden Kerzen in den Händen. Hinter ihnen kamen die Männer, in polnisch bunten Farben, mit Seitenscherben über der Schulter. Ihnen folgte ein Orchester mit Bläsern. Hinter diesem trug man den Toten auf einem Paradebett. Zu dessen Seiten gingen, zu Rechten, die Kinder des Verstorbenen, eine Tochter und zwei Söhne, zur Linken, Fürst Marcin Lubomirski, ein polnischer Magnat, mit dem Orden der Heiligen Anna an der Halskette. Und viele weitere Würdenträger. Der Tote war gekleidet in ein Gewand von östlicher Art,
ganz in Rot und in Hermelinpelzen besetzt. Sein Gesicht lag nach links gewandt, als schliefe er. Sein Sarg umringte die Garde, Ulanen, Husaren und weitere Polacken in prunkvollen Uniformen. Der Verstorbene hatte zu Lebzeiten verfügt, dass man ihn nicht beweinen und dass niemand Trauer tragen sollte. Nach der Beerdigung, bei der ganz Offenbach und halb Frankfurt zugegen war, saß die Gesellschaft bei Sophie von La Roche. Als erstes ergriff Herr Bernard das Wort, der wie immer im Bilde war. Es heißt, diese Neophyten wollten versuchen, eine Art Konföderation unter den Juden zu schaffen. Unter dem Vorwand, sich gegen den Talmud zu stellen, die Bibel der Juden, untergraben sie die Macht im Staate und geben sich ominösen türkischen Bräuchen und Religionen hin. Mir scheint, sagt Dr. Reichelt, der Jakob Frank in der Zeit seiner Krankheit gesehen hat, dass diese ganze messianische Bewegung nichts anderes ist als eine ebenso wohl ersonnene wie verwickelte Methode, naiven Juden den Groschen aus der Tasche zu locken. Jetzt meldete sich ein Freund des Hauses zu Wort, von Albrecht, einst preußischer Gesandter in Warschau, der in den östlichen Gefilden bewandert ist. Ich kann mich nur wundern, meine werten Herrschaften, dass ihr euch so leichtgläubig zeigt. Habe ich doch immer schon davor gewarnt, dass diese neue Sekte danach strebt, sich die Synagoge in ganz Polen anzueignen, um über sie zu herrschen, und dass es deshalb dringend geboten sei, ihr Treiben zu beobachten und dem Kabinett seiner Hoheit genauesten Bericht zu erstatten. So war schon mein Standpunkt vor Jahren, als die Umtriebe ihren Anfang nahmen. Und nun hat sich erwiesen, dass sie an ihrem Hofe eine ungeheure Zahl an Waffen lagern. Regelmäßig wird exerziert, die jungen Männer erhalten eine soldatische Ausbildung. Angeblich sogar die Frauen, ruft Frau von La Roche dazwischen. Das alles weckt den hohen Verdacht, fährt der Gesandte im Ruhestand fort, dass die Neophyten eine Insurrektion in Polen planen, die sich vor allem gegen Preußen richten soll. Daher kann ich mich nur wundern, dass euer Fürst sie so großherzig aufnehmen wollte. Nun ist es der Sekte gelungen, einen kleinen Staat im Staate zu bilden, der nach seinen eigenen Gesetzen lebt, über seine eigene Garde verfügt und mit fast allen Geldgeschäften jenseits der Banken sein Wesen treibt. Sie haben ein friedliches und ehrbares Leben geführt, versucht Sophie von La Roche eine Lanze für das Insektenvölkchen zu brechen, doch der Doktor fällt ihr ins Wort. Sie haben horrende Schulden. Wer hat denn heute keine Schulden, mein werter Doktor, fragt Frau von La Roche. Ich möchte lieber glauben, dass das Fräulein Eva und seine Brüder uneheliche Kinder der Zarin Elisabeth und des Fürsten Rasumowski sind. Wir alle hier halten sie doch dafür. Das ist romantischer. Die Geschichte um Jakob und seine Anhänger nimmt indessen kein Ende. Und der Sturmwind, der immer heftiger über Europa weht, bläst die Briefe und Munkelmeldungen in alle Richtungen, was mancherlei neue Ängste weckt und die Mutmaßungen nur so wuchern lässt. Die Briefe, die allenthalben an die jüdischen wie auch an andere Gemeinde gehen, rufen zur Vereinigung aller Juden und Christen unter der Fahne Edoms auf, wie sie ihre Sekte nennen. Ihr Ziel ist die große Verbrüderung der beiden Religionen über alle Unterschiede hinweg. Wir wissen nicht genau zu sagen, was das Wirken der Sekte zum letztendlichen Ziel haben soll. Doch wissen wir sicher, dass ihre Mitglieder in enger Verbindung stehen mit Freimaurern, Illuminaten, Rosenkreuzern und Jakobinern. Auch wenn wir dies für den Augenblick
weder aus ihrer Korrespondenz noch auf andere Wege stichfest zu beweisen vermögen. Eine Verordnung Friedrich Wilhelms wiederum hält unumwunden fest: selbiger Mensch, Jakob Frank, war der Redelsführer einer Sekte und der geheime Agent einer noch nicht präzis identifizierten Macht. Jüngst kamen Briefe zutage, die dazu aufriefen, mancherlei Synagogen mögen sich unter dem Fittich seiner Sekte zusammenfinden. Von Stund an werden alle Tätigkeiten einer geheimen Gesellschaft oder Verbindung, sei sie unter Bekannten oder Unbekannten Auspizien gestiftet, sowie jegliche politische Umtriebe unter die schärfste Beobachtung gestellt, da diese Gesellschaften und Verbindungen, wie uns nur zu gut bekannt, sämtliche ihre landesverderblichen Ränke im Verborgenen schmieden und sich zum Zwecke ihrer frevelhaften Geschäfte jakobinischer Propaganda bedienen. Mit der Zeit schließlich, denn selbiger wohnt die Gabe inne, jegliche Ungewissheit aufzuheben und alle Löcher im Gewebe des Denkens zu stopfen, tat man einstimmig kund. Was nun die frankistische Sekte betrifft, die sich heute Edom nennt und die viele unserer Aristokraten bis dato sich befleißigen wollten, als Kuriosum zu traktieren, so ist es nach der erschrecklichen Begebnissen der Französischen Revolution und insonderheit im Licht des Jakobinismus dringlich geboten, eine andere Perspektive einzunehmen und die mystischen Rituale der Sekte als Deckmantel für revolutionäre Absichten anzusehen. Ja, Frau Tokarczuk ist etwas angeschlagen in Darmstadt angekommen. Deshalb hat sie mich gebeten, die Lesung etwas zu kürzen. Aber ich habe hier noch anderthalb Seiten aus dem Jahr 2016 mit dem Titel »Hab keine Angst«. Und da das auch noch Bernhard Hartmann übersetzt hat und es mir scheint, dass es eigentlich ganz gut auch in das Jahr 2021 mit den vielen Fragen, die wir uns alle stellen, hier angesprochen werden. Ach. Może byśmy jeszcze... Ja chciałam Państwu powiedzieć, że nauczyłam się w czasie ostatnich dni takiego pięknego niemieckiego słowa Hexenschuss. To jest właśnie ta choroba, która ma... Ich möchte dann kurz vorher noch die Gelegenheit nutzen und sagen, dass ich in den letzten Tagen das schöne deutsche Wort Hexenschuss gelernt habe. Ale bardzo chętnie bym porozmawiała jeszcze, a nie czytała ten tekst. Co ty myślisz? O, widzisz? Aber ich würde gerne mich noch ein bisschen unterhalten, statt den Text zu lesen. Gut, dann heben wir uns das für den Schluss auf, weil ich wollte einfach jetzt der Tod eines Menschen und die verschiedenen Verdächtigungen, Vermutungen schien mir kein gutes Ende zu sein. Dann stelle ich dir vielleicht eine Frage, die ich am Anfang übersehen habe. Als Wisława Szymborska 1996 den Nobelpreis bekam, ist der Satz von ihr kolportiert: das ist die schlimmste Katastrophe, die mir passieren konnte. War es bei dir auch so schlimm? Vielleicht erzählst du uns ein wenig, wie der Nobelpreis dein Leben verändert hat. Wiesz, ja myślę, że mogły mnie spotkać gorsze rzeczy niż Nagroda Nobla. Ja, also ich glaube, mir hätten schlimmere Dinge widerfahren können. Rzeczywiście zmieniła moje życie i trudno... Jeszcze, zwłaszcza, że to się nałożyło z pandemią, trudno mi się teraz jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Ja, aber in der Tat hat der Preis natürlich mein Leben verändert und weil das alles auch noch mit der Pandemie zusammengefallen ist,
tue ich mich immer noch schwer, mich in dieser neuen Situation zurechtzufinden. Ale mam wrażenie, że trzeba zachować taki spokój umysłu i próbować z tej nowej sytuacji wziąć jak najwięcej dobrego. Ja, aber ich glaube, ich kann einfach nur versuchen, Ruhe, innere Ruhe zu bewahren und aus der Situation so viel Gutes wie möglich herauszunehmen. Na przykład ludzie teraz po Nagrodzie Nobla uważniej mnie słuchają i większą przywiązują wagę do tego, co powiedziałem. Also zum Beispiel hören mir jetzt nach diesem Nobelpreis die Menschen aufmerksamer zu und geben meinen Worten auch mehr Gewicht. W związku z tym mogę wykorzystać ten swój głos do tego, żeby wesprzeć rzeczy, które uważam za dobre. Und das gibt mir wiederum die Möglichkeit, eben dieses Gewicht, was meine Worte jetzt haben, dazu zu nutzen, um mich für Dinge einzusetzen, die mir wichtig sind. I w gruncie rzeczy przystosowuję się do tej sytuacji. Nie nazwałabym do tego katastrofą, ale może masakrą. Ja, also ich versuche mich an die Situation anzupassen und ich würde es nicht Katastrophe nennen, sondern, und das ist jetzt ein Übersetzungsproblem, denn auf Polnisch das Wort Massakra ist irgendwie so ein großes Durcheinander oder so etwas. Aha, no właśnie. Vielleicht erzählst du uns auch noch was zur aktuellen kulturellen Situation in Polen. Ich glaube, es war auf Arte oder Dreisat, kam ein Bericht mit dem Titel Kulturkampf in Polen und viele werfen auch ja, den deutschen Medien vor, dass sie im Augenblick in erster Linie negativ über Polen berichten. Als wir uns in Stuttgart getroffen haben vor einigen Wochen, haben wir auch ein wenig darüber gesprochen, dass zwar der Kampf der aktuellen Regierung gegen alles, was mit unabhängiger Kultur zu tun hat, tatsächlich sehr heftig geführt wird, aber du hast mir auch viele Dinge berichtet, die eigentlich auch zu Optimismus ermutigen. Nicht nur deine eigenen Initiativen mit dem Institut, das du gegründet hast, mit dem Festival, das du mit anderen organisierst, sondern dass auch im ganzen Land es eben nicht nur diese eine Seite gibt, sondern dass man durchaus auch im Jahr 2021 mit einigem Optimismus nach Polen blicken kann. Trzeba pamiętać, kiedy się myśli o i mówi o polskiej kulturze, że to jest ten rodzaj kultury, który od pokoleń, od setek lat jest przyzwyczajony do tego, że działa w opozycji. Also wenn man von polnischer Kultur spricht, dann darf man nicht vergessen, dass es eine Kultur ist, die seit Generationen, seit Jahrhunderten immer in der Rolle der Opposition agiert. I tak samo teraz, w tym czasie, kiedy istnieje jakiś wzór narodowej kultury, mało który z twórców, z twórczyń chce rzeczywiście się podpisać pod tym narodowym jakby ciałem tej narodowej kultury. Und so ist es auch jetzt, wo es schon so ein offizielles Modell einer Nationalkultur gibt. Die wenigsten polnischen Künstler möchten sich diesem Modell sozusagen anschließen oder dieses Modell unterstützen. Wszystko co ciekawe, co twórcze dzieje się poza tą oficjalną kulturą i myślę, że to też w jakiś sposób potwierdza tę tezę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do działania w opozycji, w oporze do czegoś. Und alles Interessante spielt sich eigentlich außerhalb dieser offiziell propagierten Nationalkultur ab und das bestätigt wiederum die These, dass die polnischen kulturschaffenden Künstler daran gewöhnt sind, eben als Oppositionelle zu agieren. Jednak z drugiej strony nie zmienia to faktu, że kultura, która nie ma wsparcia jakby instytucjonalnego i finansowego, no po prostu słabnie, jest w trudnej sytuacji. Ja, aber andererseits braucht man auch natürlich nicht drum herum zu reden, dass eine Kultur, die keine institutionelle oder finanzielle Unterstützung hat,
geschwächt ist und in einer schwierigen, sich in einer schwierigen Situation befindet. Mnie bardzo cieszy, że w Polsce odradza się taki duch jakby działania lokalnego, oddolnego. I przykładem tego są, jest działalność, nie wiem, zupełnie niezależna, na przykład letnich festiwali, spontanicznych wystaw. Czyli jakby kultura trwa, tylko po prostu znajduje sobie inne formy i inne miejsca. Und was mich freut, ist, dass es sehr viele lokale und sehr viele Graswurzelbewegungen gibt. Das heißt, es gibt unabhängige Festivals im Sommer, es gibt spontane Ausstellungen. Das heißt, die Kultur, die unabhängige Kultur lebt weiter, sie sucht jetzt nur andere Formen. Ja, aber jetzt denke ich, passt der Text. Nie, proszę, ten Text ist już stary. Vielleicht doch, weil wir den Text jetzt... A może państwo mają jakieś pytania? Ja, sie schlägt jetzt vor, was wir angesichts der großen Zahl der Gäste eigentlich nicht vorgesehen haben, ob es auch... von unseren Besucherinnen und Besuchern Fragen gibt. Wir haben es technisch nicht vorbereitet, aber jeder, der sich schon ein paar Jahre mit Polen beschäftigt hat, ist ja zur Improvisation fähig. Also falls es Fragen gibt... Falls es Fragen gibt, wird Bernhard das Mikrofon weiterreichen. Das heißt, Sie sollten allerdings hier nach vorne kommen. Ja, vielen Dank, Frau Tokarczuk, für diesen so besonderen Abend. Ich habe gedacht bei der Frage, wie denn die Übersetzer die Welt retten, was Sie denken über mechanische Übersetzung. Ist die Welt an einem Punkt angekommen, wo also Google und andere Übersetzerdienste uns von der Mühe entheben, eine andere Sprache zu lernen und mit dem Lernen dieser Sprache in diese andere Kultur hereinzugehen. Und ich denke, der Übersetzer zeigt uns das Privileg, dass er mit seinen Fähigkeiten in beiden Sprachen und Kulturen zu Hause sein kann. Also ein bisschen meine Sorge, dass wir von dieser schönen Welt uns schon verabschiedet haben oder nicht wissen, wohin es da geht. Danke. Der Übersetzer bat mich schon mal vorsichtshalber, die Nächsten, die sich melden, zu bitten, etwas kürzere Fragen zu stellen, auch wenn er ein hervorragender Übersetzer und Karl Dedecius-Preisträger ist, aber wir sollten ihn auch nicht überfordern. Technologie. Rozumiem to pytanie, ale bardzo cenię Google Translator i sama z niego korzystam do pisania prostych jakichś tam rzeczy. Ja, ich verstehe die Frage und ich nutze selber den Google Translator zum Beispiel, wenn es darum geht, simple Dinge zu übersetzen oder zu verstehen. Ale proszę wrzucić kawałek tekstu z powieści, pierwszej, lepszej. Ja, aber versuchen Sie mal ein als erstbeste Stück aus einem Roman eben bei Google Translator reinzuwerfen. Sztuczna Intelligencja nie umie tego przetłumaczyć i myślę, że długo nie będzie umiała. Also die künstliche Intelligenz kann so etwas nicht übersetzen und wird es wahrscheinlich auch noch lange nicht können. Ponieważ tłumaczenie nie w tłumaczeniu literackim nie chodzi o tłumaczenie słowa na słowo, tylko w tym uczestniczy cały kulturowy kontekst.
weil die literarische Übersetzung eben kein Übersetzen von Wörtern, Wort für Wort ist, sondern letztlich ein ganzer oder ganze kulturelle Kontexte mit ins Spiel dlatego kommen. Musi przejść przez umysł żywego człowieka, na dodatek człowieka, który ma erudycję, który ma wiedzę i który ma pewną wrażliwość. Und deswegen muss diese Übersetzung muss durch einen Geist gehen, einen menschlichen Geist, und zwar den Geist eines Menschen, der ja, Wissen hat, der gebildet ist und der aber auch eine entsprechende Sensibilität besitzt. Wiem, że są takie próby, że w których też brały udział moje teksty w Polsce, wrzucono w sztuczna inteligencja przeczytała wszystkie moje książki. Es gab solche Experimente, wo auch meine Texte eine Rolle gespielt haben. Das heißt, eine künstliche Intelligenz hat sozusagen alle meine Bücher gelesen. I potem jakby zaprogramowano ją, żeby pisała książki. Dann wurde sie sozusagen darauf programmiert, selber ein Buch zu schreiben. I muszę przyznać, że to było bardzo interesujące. Ich muss zugeben, dass das sehr interessant war. Brzmiało trochę tak, jak jakby jakieś takie poetyckie gadanie wariata. Es klang so ein bisschen wie so ein poetisches Geplapper eines Verrückten. Było to ciekawe, ale było pozbawione sensu. Es war interessant, aber es hatte überhaupt gar keinen Sinn. Widać było, że jakby ten fragment, który słyszeliście Państwo o Hermesie, że sztuczna inteligencja nie rozumie w ogóle postaci mitologicznej. Może mieć pewne cechy tej postaci, ale w ogóle tego całego wymiaru, tych jakby poziomów rozumienia, to jest dla niej obce. Also wir haben diesen Auszug über Hermes gehört und da ist es zum Beispiel dann so, dass die künstliche Intelligenz gar die Dimension dieser Figuren, auch der anderen mythologischen Figuren, die erwähnt werden, überhaupt gar nicht erfasst. Sie erfasst vielleicht einige Züge, die erwähnt werden, aber nicht das Ganze, was damit zusammenhängt. Ale nie przeczę, może przyjdzie taki czas, że będzie za nas sztuczna inteligencja pisała książki i tłumaczyła. Ale na pewno wtedy nie za mojego życia. I wtedy będzie czytała też sobie właśnie. Będziemy zwolnieni. Ja, und, ich würde nicht ausschließen, dass es irgendwann künstliche Intelligenz gibt, die Texte schreibt und übersetzt und dann eben wahrscheinlich auch liest. Aber nicht zu meinen Lebzeiten. Also ich habe eine Frage, aber auf Polnisch. Es wird besser. Ja, ich denke. Also, mam pytanie, co jest trudniejsze, napisanie książki jako autor, czy współpraca z tłumaczem? Bo mnie to bardzo fascynuje, ta różnorodność kultur i język, pewnie pośredniczącym językiem jest język angielski. Wydaje mi się to też trudne, ale nie mam zupełnie doświadczenia, jestem ciekawa, co jest trudniejsze. Myślę, że obie rzeczy, ale która może bardziej dla pani? Rozumiałeś? Das Problem ist, dass ich das sehr, sehr schlecht höre. Wenn Sie, also es ging darum, ob das Schreiben oder die Zusammenarbeit mit den Übersetzern das Interessantere ist als Autorin. Mhm. Ja, gut, dann habe ich es doch verstanden. Also die Frage ist, ob für Olga Tokarczuk die Arbeit als Autorin, das Schreiben von Texten oder eben die Zusammenarbeit mit den Übersetzern spannender ist. To oczywiste, że napisanie powieści jest nieporównywalnie trudniejsze niż współpraca z tłumaczem, dlatego że współpraca z tłumaczem jest jakby pracą nad czymś, co już istnieje, a pisanie powieści jest pracą z tym, co nie istnieje. Ja, ja also ganz eindeutig ist das Schreiben, die Arbeit als Autorin, das Schreiben von Romanen sehr viel schwieriger als die Arbeit mit dem Übersetzen, mit den Übersetzern, weil Arbeit an der Übersetzung ist Arbeit mit etwas, das schon existiert und das Schreiben eines Romanes ist Arbeit an etwas, das noch nicht existiert. Pilnujesz czasu? Guten Abend. Guten Abend, dobry wieczór. Sie organisieren ein Festival in Niederschlesien.
Das ist ein magischer Ort und bitte erzählen Sie uns, was für ein Festival das ist, was ist magisch auf diesem Ort und ob das vielleicht für internationale Publikum verständlich interessant sein könnte. Tak, od 7 lat, ponieważ mieszkam na prowincji, zawsze mi się wydawało, że jest prowincja w jakiś taki niesprawiedliwy sposób opuszczona i pozbawiona dostępu do kultury. Ja, also seit 7 Jahren gibt es dieses Festival und weil ich schon lange in der Provinz lebe, hatte ich immer das Gefühl, dass eben diese Provinz zu Unrecht als kulturlos wahrgenommen wird und auch von Kultur abgeschnitten wird. I kiedy 8 lat temu pierwszy raz organizowałam z przyjaciółmi festiwal literacki, zapraszając głównie swoich znajomych pisarzy, to ten festiwal odbywał się u mnie w domu na ganku, a ludzie siedzieli na łące przed tym gankiem. Ja, und als ich vor 8 Jahren zusammen mit Freunden zum ersten Mal ein Literaturfestival organisiert habe, dann hat dieses Festival bei mir zu Hause eben auf dem Land stattgefunden, auf der Galerie, und die Leute haben auf der Wiese vor dem Haus gesessen und zugehört. Dziś po 8 latach to jest wielki festiwal, na który przyjeżdżają tysiące ludzi i w tym roku zadzierzgnęliśmy różne międzynarodowe stosunki i na pewno ten festiwal już od przyszłego roku będzie międzynarodowy. Und inzwischen ist das ein großes Festival mit tausenden Besuchern und in diesem Jahr haben wir auch internationale Kontakte geknüpft und ab dem nächsten Jahr wird das Festival auch dementsprechend ein internationales Literaturfestival sein. Chociaż już w zeszłym roku zaprosiłam Swietłanę Aleksijewicz i moich ulubionych jakby pisarzy z zagranicy, którzy przetarli ścieżki innym. Ja. Und ich habe schon letztes Jahr unter anderem Svetlana Aleksejewicz eingeladen und andere ausländische Autoren, die ich mag. Und die haben sozusagen dann den Weg für das bereitet, was jetzt dann wahrscheinlich kommen wird. Problem z festiwalem na prowincji jest taki, że nie ma gdzie spać. Nie ma hoteli. Das Problem ist, dass es keine Übernachtungsmöglichkeiten gibt auf dem Land. Man weiß nicht, wo man die Menschen unterbringen soll. Wenn Sie Ihre Frage laut und kurz formulieren, dann... Dobry wieczór, Pani Olgo. Mam pytanie po polsku. Po tym, jak otrzymała Pani tę wielką nagrodę, stała się Pani dobrowolnym lub może wymuszonym wędrowcą razem z Pani literaturą. Czy ma Pani wrażenie, podróżując po całym świecie, że Pani literatura trafiła gdzieś w jakimś miejscu tego świata na szczególną uwagę, na jakieś, nie wiem, na wyjątkowe echo? Czy raczej ma Pani wrażenie, że ta literatura jednak jest właśnie bardzo polska i tam te korzenie są najgłębsze? Czy ciekawi mnie, czy na świecie znalazła Pani miejsce, gdzie jakieś, nie wiem, bomba mała wybuchła, kiedy przeczytali ci ludzie tę literaturę po raz pierwszy? Ja. Frage betrifft die Rezeption der Bücher und ob Olga Tokarczuk den Eindruck hat, dass es außerhalb Polens Länder, Orte gibt, wo ihre Bücher auf eine besondere Wirkung erzeugen oder ob es doch eher eine polnische Literatur ist, die vor allen Dingen in Polen wirkt. Na to pytanie mogłabym długo odpowiadać i obszernie, dlatego że mam wrażenie, że moje książki trafiają jakby w różne takie nisze bardzo daleko ode mnie i od Polski. Ja, also auf diese Frage könnte ich lange antworten, denn ich habe den Eindruck, dass meine Bücher in ganz unterschiedliche Nischen oft geraten und in unterschiedlichen Ecken auf Widerhall stoßen, die weit weg von mir und auch weit weg von Polen sind. Ale chcę powiedzieć, że trafiały przed Noblem, bo teraz jak się ma Nobla, to żadna sztuka, prawda? To... Ja, aber also ich will auch sagen, dass das schon vor dem Nobelpreis der Fall war, weil jetzt nach dem Nobelpreis ist das auch kein großes Kunststück mehr. Powiem taki wzruszający moment, który przeżyłam dawno, dawno temu, może
15, może 20 lat temu, kiedy pojechałam do Finlandii na jakiś festiwal literacki. Und, ich würde gerne eine Begebenheit erzählen, die schon lange zurückliegt. So vor ungefähr 15 Jahren bin ich auf ein Festival nach Finnland gefahren. I na ten festiwal przyjechała taki kamper, taki bus duży, rodzice, dzieci, sąsiedzi, psy, koty. I oni przyjechali z podkręgu polarnego specjalnie na ten festiwal, specjalnie, żeby mnie spotkać, ponieważ przeczytali jedną z moich książek. I to było naprawdę niezwykle wzruszające. Pół wsi. Ja, und zu diesem Festival sind Leute, Familien mit Kindern und ihren Hunden und so weiter in Wohnmobilen quasi vom Polarkreis gekommen, um mich zu treffen, weil sie eins meiner Bücher gelesen hatten. Und das war sehr bewegend. Die letzte Frage. Achso, eine Frage auf Deutsch. Sie bewegen sich in einem Umfeld mit Ihren Übersetzern, das Fremdheit gewohnt ist, Andersartigkeit und auch mit Unsicherheit umgehen kann. Jetzt in der Gesellschaft tun wir uns zuweilen sehr schwer, das zu ertragen. Es gibt einen bekannten Kulturwissenschaftler, er schreibt über die Austreibung der Andersartigkeit als Tendenz in der Gesellschaft, die Gleichförmigkeit und so weiter. Und ich wollte wissen, was Sie für eine Überlegung haben, wie wir von Ihnen und Ihren Übersetzern, die Art, wie Sie arbeiten, wie wir, wenn wir keine Schriftsteller sind, davon lernen können, dass ja, eben die Andersartigkeit, das Fremde, das Unsichere, damit positiv umzugehen oder anders damit umzugehen als abwertend. Osobnością. Ja myślę i daję dowód w tej ostatniej książce eseistycznej, że odpowiedzią na Pani pytanie i pewną propozycją jest czytanie literatury po prostu. Ja, also ich glaube und beschreibe auch darüber in diesem neuen Essayband, dass die Antwort auf diese Frage einfach ist, Literatur zu lesen. Są dwa sposoby bliskiego poznania drugiego człowieka. Es gibt zwei Arten, einen anderen Menschen gut kennenzulernen. Miłość, także taka seksualna i cielesna, oraz czytanie literatury. Liebe, auch die sexuelle und körperliche Liebe und das Lesen von Literatur. Ponieważ kiedy czytamy książki najbardziej napisane przez najbardziej egzotycznych autorów, które dzieją się w najbardziej dziwnych miejscach, to wchodzimy niejako w świat tam przedstawiony i stajemy się częścią tego świata. Poznajemy go niejako poprzez skórę. Ja, denn wenn wir ein Buch eines exotischen Autors lesen, das an ganz merkwürdigen Orten spielt, in einer ganz merkwürdigen Welt, dann treten wir in diese Welt ein und wir erfahren diese Welt sozusagen am eigenen Leib. Pamiętam, kiedy byłam małą dziewczynką i czytałam książkę o Eskimosach. Miałam może 7-8 lat i książka opowiadała o życiu plemiona Eskimosów, którzy tam polowali na foki, marzli w futrach i jedli suszone mięso. Ich erinnere mich, dass ich als Mädchen ein Buch über, wie man damals noch sagen konnte, Eskimos gelesen habe, Inuit, und da wurde geschildert, wie dieser Stamm, die dort gelebt hat, in der Kälte, auf der Jagd, dass sie gefroren haben, dass sie Dörrfleisch gegessen haben. I pamiętam, że z taką otwartością i naiwnością bawiłam się w tych Eskimosów. Zakręciłam w domu kaloryfery, bo wyciągałam z jakieś stare futra mamy. Mało tego, kazałam jej kupić takiego strasznie ostro wędzonego boczku, takiego suchego. I jadłam przez kilka dni, żułam ten boczek. Czyli jakby wchodziłam w ten świat, który przeczytałam.
Ja, und ich weiß noch, dass ich ganz naiv dann nach der Lektüre dieses Buches Eskimo gespielt habe. Ich habe die Heizung ausgedreht, ich habe irgendwelche Pelzmäntel aus dem Schrank geholt und ich habe meiner Mutter gesagt, dass sie so ganz stark gesalzenen Schinken, ganz trockenen Schinken kaufen soll und habe tagelang auf diesem Schinken rumgekaut. I cały czas mamy taki, mamy możliwość doświadczania takiego cudu, który daje powieść, daje dobra literatura, kiedy na czas czytania możemy stać się zupełnie innym człowiekiem. Mężczyzna może stać się kobietą, kobieta mężczyzną, możemy być dziećmi albo wręcz przeciwnie, stać się starymi, umierającymi ludźmi i doświadczyć wszystkiego w bardzo bezpieczny, ale taki no, mocny sposób. Ja, und dieses Wunder können wir immer noch erleben, wenn wir Bücher lesen. Wir können für eine begrenzte Zeit zu jemand anderem werden. Ein Mann kann zur Frau werden, eine Frau zum Mann, wir können Kinder werden, wir können Greise werden, Sterbende. Und das auf eine ja, sichere, aber doch sehr intensive Art und Weise. I ja to nazywam cudem literatury i zawsze mówię, że literatura jest najdoskonalszym, najbardziej wyrafinowanym sposobem komunikacji międzyludzkiej. Ja, und das bezeichne ich als Wunder der Literatur und ich halte die Literatur für das ja, vollkommenste und wunderbarste Mittel der Kommunikation zwischen den Menschen. Ludzie, którzy czytają, mają nieporównywalnie większą świadomość niż ci, którzy nie czytają. Und Menschen, die lesen, haben ein unvergleichlich größeres, weiteres Bewusstsein als Menschen, die nicht lesen. Też całe moje pisanie jest pochwałą literatury, ponieważ nieustannie odwołuję się do innych książek. Und auch mein Schreiben ist eigentlich ein pausenloses Lob der Literatur, weil ich mich ständig auch auf andere Bücher beziehe. Ja, liebe Olga, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du zu uns nach Darmstadt gekommen bist, dass du zu uns gekommen bist, um auch an den 100. Geburtstag von Karl de Decius zu erinnern und auch an seine Nachfolger, die Übersetzer. Ich mache noch ein bisschen Werbung für diesen Büchertisch. 2017, als wir die Veranstaltung hatten, gab es tatsächlich auf dem Buchmarkt kein einziges Buch von Olga Tokarczuk zu kaufen. Und man musste den Leuten sagen, wenn sie sich dafür interessieren, schauen sie mal in die Antiquariate. Die Bücher sind heute da. Ein Freund von mir sagte mir noch letzte Woche, also ihre Bücher sind ja schon gut, aber eigentlich die Essays sind noch viel besser. Sie können am Büchertisch auch... Sie hat ein paar polnische Exemplare mitgebracht, erstehen. Und Sie können auch die DVDs unserer beiden Musiker dort käuflich erwerben. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich, will Sie gleichzeitig auch einladen. Trotz Pandemie geht die Arbeit des Instituts weiter. Wir haben in diesem Jahr das Schwerpunktthema Oberschlesien. Dazu gibt es im Kino Rex noch 3 Filme im November und Dezember. Und wenn Sie ganz mutig und 3G geimpft, getestet oder genesen sind, schauen Sie gerne auch im Institut vorbei. Dort gibt es eine schöne Ausstellung, ein oberschlesisches Kaleidoskop. Ganz vielen Dank an Sie. Kommen Sie gut nach Haus und lauschen Sie jetzt noch der Musik von Leszek Szondwo und Witold Reck. Dankeschön. Oh ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dobra, czy potrzymać? Dziękuję bardzo. Dzięki.
Thank you.